Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch gerne in Kooperation mit dem Toy Fan Club wieder einige neue Spielsachen der Kinder zeigen. Und zwar ist das thematisch das Thema Sommer, draußen sein, unterwegs sein, auf Reisen sein, im Urlaub sein. Und wir starten einfach mal mit den Sachen für Vince. Vince wird ja jetzt gleich 6, damit ihr mal so ein bisschen vom Alter her eine Idee habt. Das Spiel ist zum Beispiel auch ab 6. Das ist der Pindaloo. Get in the Loop von Simba. Ist, glaube ich, ziemlich deutlich, was gemacht werden soll. Hier ist also so ein blaues Plastikrohr drin. Und der Ball soll halt immer wieder aufgefangen werden, damit er in den Loop kommt. Hier sieht man das auch nochmal ganz gut, wie das gedacht ist. Und das, finde ich, ist halt eine schöne Sache, was man mal draußen machen kann, was man auch mit unterwegs nehmen kann. Wenn man zum Beispiel picknicken geht oder so, haben die Kinder ja nie so eine riesen Ausdauer wie man selbst. Und dann ist es immer schön, so ein paar kleine Spielsachen auch mit dabei zu haben oder ganz allgemein Spiele, die man halt draußen spielen kann, die dann aber wiederum natürlich auch so ein bisschen wie sowas wie Hand-Auge-Koordination natürlich auch ein bisschen fördert. Und deswegen habe ich das hier für Vince ausgesucht. Und noch etwas anderes, was auch richtig genial ist, um es für unterwegs mitzunehmen, weil es sehr, sehr klein ist. Auf der anderen Seite interessiert es ihn aber auch gerade, nicht gerade, also schon seit längerer Zeit, sehr intensiv. Das ist jetzt auch ab 3. Und zwar sind das die Spin Fighter oder das Spin Fighter Duell. Das sind quasi Kreise, hier sieht man das ganz gut, die so aufgezogen werden. Und dann guckt man halt zum Beispiel, welcher am längsten dreht oder welcher am weitesten oder am schnellsten irgendwo ankommt. Da kann man verschiedenste Sachen mitmachen. Und das ist halt ganz, ganz klein. Das ist schön für unterwegs mitzunehmen. Zum Beispiel halt, wie gesagt, auch in den Urlaub oder mit unterwegs, wenn man bei Freunden grillen ist oder so. Das finde ich richtig, richtig cool. Und er ist halt so ein Typ, Kreisel und so, das interessiert ihn, das macht ihm einfach Spaß. Und fürs Wehr habe ich auch noch zwei richtig geile Teile. Das eine, das musste einfach sein. Obacht, also das ist keine Barbie, sondern das ist Steffi Love. Und hier hinten sieht man das ganz gut. Also es ist halt eine Steffi Love Puppe, ein kleiner Pool und zwei Babys, zwei Zwillinge, die halt in diesem Pool baden können. Das ist halt alles hier enthalten, die Steffi Love. Der Pool mit einer Rutsche, dann ist so ein Schwimmreifen, ein Babyfläschchen und diese zwei kleinen Babys, die Zwillinge, Junge und Mädchen. Und die dürfen halt baden und die dürfen gefüttert werden. Und das ist so, das ist das richtige Spielzeug für mein Mädchen. Also die ist so auf Puppen, auf Barbies, auf Babys füttern, sich auch darum kümmern. Und es passt halt so cool, dass es halt ein Pool ist, mit dem sie dann halt auch spielen kann, wenn sie selber halt gerade im Pool badet und dann da mal so ein bisschen rummehren möchte und dass da halt wirklich Wasser rein kann und so. Die wird ausflippen, wenn die das bekommt. Da freue ich mich jetzt schon drauf, ihr Gesicht zu sehen. Übrigens verlinke ich euch alle Produkte, die ich euch hier zeige, unten in der Infobox. Und dann habe ich noch etwas, das ist allgemein bekannt. Das kennen ganz, ganz viele Leute natürlich. Und ich finde es perfekt für unterwegs, wenn man im Urlaub ist, wenn man im Auto sitzt, wenn man mit Kindern essen ist. Und zwar ist es eine Zaubertafel. So eine magische Zaubertafel. Die ist jetzt hier von Kikaninchen. Ich glaube, das Prinzip kennt ja jeder, man malt was drauf. Die hat sogar so ein paar Stempel und später wird es dann einfach wieder weggewischt und kann was Neues drauf gemalt werden. Die hat auch Griffe zum Festhalten und es ist tatsächlich schon unsere dritte, glaube ich. Also ich sag mal so im Zeitraum von, wann wird Vince seine erste bekommen haben, vielleicht so mit 2, 3 Jahren. Also im Zeitraum von 3 bis 4 Jahren ist das jetzt unsere dritte Zaubertafel. Die halten halt nicht so viel aus, die sind nicht so robust und wenn sowas dann oft bespielt wird, dann passiert es halt leider, dass die auch kaputt gehen. Nichtsdestotrotz finde ich das Prinzip halt richtig genial. Und gerade im Auto oder im Urlaub oder wenn man halt wirklich unterwegs ist und dann nicht mit Papier und Buntstift und so das alles mitnehmen möchte
und sich halt auch sicher sein möchte, dass die Kinder dann nicht mit den Farben ihre Klamotten anmalen oder irgendwas anderes, was sie nicht anmalen sollen, finde ich das halt richtig, richtig cool. Und deswegen hat es auch seinen Weg in dieses Video gefunden. Das sind also 4 neue Spielsachen für die Kinder, ganz unterschiedlichster Art und Weise. Die sind unten in der Infobox verlinkt. Und ich hoffe, euch haben die Ideen und Inspirationen wieder gefallen. Wenn ihr so ein ganz klassisches, typisches Sommerspielzeug oder Spielzeug für unterwegs habt, was ihr gerne mit den anderen teilen wollt, dann schreibt das jetzt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!